Hallo ihr Lieben und willkommen zum ersten Part meiner Manga-Sammlung. Ja, ich habe ganz spontan mal wieder beschlossen, die komplette Sammlung aufzunehmen, weil ich gesehen habe, dass das letzte Video im August draußen kam von der Komplettsammlung. Da dachte ich mir, okay, ich wollte nämlich so circa zweimal im Jahr die Sammlung zeigen und dann, wieso mache ich das jetzt nicht? Also dachte ich mir, okay, tue ich es jetzt einfach. Und ja, wie beim letzten Mal auch schon erwähnt, also ich sage nicht so viel zu den einzelnen Mangas, weil ich halt echt viele habe. Und ja, allgemein ist davon auszugehen, dass ich eigentlich alle davon mag, sonst wären sie ja nicht in meiner Sammlung. Und ja, also falls ihr von irgendwas nähere Informationen, also eine Review haben wollt, könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch mal mit dem großen Regal als erstes an. Ich habe es jetzt auch seit dem letzten Video ein bisschen anders sortiert. Ich glaube, im letzten war es noch nicht so. Und ja, deswegen sind die ganzen Verläge auch so zusammen und ja, wir beginnen mit Egmont hier oben. Bis auf den hier noch, da ist noch ein japanischer Manga, den habe ich mal gewonnen, deswegen habe ich den aber natürlich nicht gelesen, da ich kein Japanisch kann, aber naja. Auf Deutsch heißt der, glaube ich, Love Love Mangaka. Ja, dann hätten wir da hinten The Sacred Blacksmith 1-9. Damit noch nicht abgeschlossen, aber keine Ahnung, wann der nächste Band kommt. Ich glaube, der nächste müsste dann aber auch irgendwie der letzte sein, weil so lange kann das nicht mehr gehen von der Story her. An sich mochte ich die Reihe ganz gerne so am Anfang, aber zieht sich doch ein bisschen, ich weiß nicht. Also ich finde die Reihe so ganz nett. Ja, dann Number 6, Band 1-9 und damit abgeschlossen, ja. Eine echt schöne Reihe, also die hat mir sehr gut gefallen. Dann Who is Sakamoto, Band 1-3. Ein echt lustiger Manga, also ich mag diese Art von Comedy total gerne. Das ist eher so ernster Humor, würde ich sagen. Und ja, soll ja dann mit Band 4, soweit ich weiß, abgeschlossen sein, aber der kommt relativ spät raus. Ich weiß gerade gar nicht mehr wann. Aber ja, und irgendwie sah das Design auch auf der Preview anders aus. Ich weiß auch nicht, was da ist. Aber der Anime läuft in der Season, kann ich nur empfehlen, ist sehr lustig. Steht hier noch so ein Rubik's Cube. Ja, dann Liar Game, Band 14. Genau. Ja, da sind ja auch schon ein paar mehr draußen, aber die sind jetzt noch 1 Euro teurer geworden, also 8,50 und ich war so, ne. Ich warte noch ein bisschen, bis ich da weiterkaufe, ich weiß nicht. Ich mag die Reihe an sich ganz gerne, also diese Spiele, die da sind, sind ziemlich interessant, aber so ganz langsam fängt es schon an, so ein bisschen langweilig zu werden. Also ich finde, die Story könnte mal so ein bisschen voranschreiten und diese Hintergrundstory dahinter, sag ich mal, weil die Spiele... das läuft ja eigentlich nur auf etwas Bestimmtes hinaus, dass man auch herausfinden will, was das Liar Game ist, wer das organisiert hat und so. Und ich finde, in die Richtung könnte das jetzt langsamer gehen. Aber ich glaube, das tut es auch bald, weil, weiß nicht mehr, ich glaube mit irgendwas nahe 20 ist es abgeschlossen. Leider weiß ich nicht mehr genaueres. So, dann Arjun von 1-4 und diese Hülle von Band 1 habe ich da so hingestellt. Ja, das ist auch ein echt toller Manga, der gefällt mir auch sehr gut. Da lief auch der Anime in der letzten Season, aber ich habe den nicht ganz geguckt, weil ich halt das erste Manga lesen wollte und ja. So, dann gehe ich erstmal hier eins runter, weil daneben sind auch noch ein paar, aber das mache ich dann, glaube ich, in der nächsten Reihe, oder? So, ich mache es jetzt doch so. Ich dachte nur, weil da musste ich halt ein bisschen was ausräumen, aber naja. Hier hätten wir dann Kenshin, und zwar die komplette Reihe hier von Band 1-23 geht's da. Und hier ist dann noch 24-28. Und diese Cinema Edition, die auch ganz nice ist. Ja, allgemein, ich mag die Reihe echt sehr gerne. Ist ein schöner, alter Action-Manga mit so, ja, Samurai-mäßig, Schwertern und sowas. Und ja, ich mochte den sehr gerne. So, dann habe ich die erste Reihe hier noch wieder dazugeräumt. Da steht dann noch Noragami, Band 1-13, also auf dem aktuellen Stand. Und Noragami Tales, diese Reihe, die eher so Comedy-mäßig ist, aber ich finde ziemlich gut. Also es hätte auch in der normalen Serie einfach zwischendrin rein sein können. Ich weiß auch nicht, wann da irgendwann noch ein nächster Band kommt, aber okay. Also ja, Noragami brauche ich auch nichts zu sagen. Es ist einfach eine Hammer-Reihe. Der Anime ist auch sehr toll. Vor allen Dingen die zweite Staffel hält sich ja dann auch mehr an den Manga und ja. So, dann geht's hier drüben weiter. Haben wir erstmal ein Einzelband. Ich stelle manchmal so ein paar in diesen Manga-Bags so davor. Ich finde, das sieht ganz schick aus. Ja, und zwar 13. Den fand ich auch sehr cool. War mal so ein bisschen was anderes im Bereich Boys Love. So, dann hätten wir da Loveless, Band 1-12.
eine Reihe, die ich leider nicht so oft bei Leuten sehe. Ich weiß, sie ist ein bisschen verwirrend zwischendurch und so, aber ich mag die Reihe echt gerne und ich finde einfach diese Öhrchen auch total süß. Ich kann ja mal ein Cover zeigen. Okay, da sieht man die Öhrchen nicht so gut, aber es geht. Ja, den kriege ich jetzt bestimmt nicht mehr rein. Oder? Doch, ja. Ja, da geht es halt auch sehr langsam immer voran, aber ich kann es echt nur empfehlen. So, dann ein bisschen was von Tsukiji Nao und zwar erstmal der Einzelband Ruinenmärchen, den ich auch sehr toll finde. Und dann ihre Reihe Adekan, Band 1 bis 8. Da dauert es ja auch immer ein bisschen, aber es lohnt sich, weil Adekan ist einfach so schön. Der Zeichenstil ist einfach nur, oh mein Gott, ich finde den Zeichenstil so schön. Ich habe ja auch die beiden Artbooks von ihr und ja, mir fehlt noch der Einzelband Golden Tales. Den will ich mir unbedingt noch holen, weil ja auch ihre Storys finde ich immer sehr schön. Es ist teilweise auch sehr, wie nennt man das jetzt so? Es geht so ein bisschen tiefer, würde ich sagen, so ein bisschen philosophisch angehaucht oder so. Das finde ich immer ganz nice. Und ja, dann habe ich hier so ein paar Origami-Dingsies, die ich geschenkt bekommen habe. Das finde ich auch sehr hübsch. Und da steht dann Sonnensturm Band 1 bis 5, eine recht interessante Reihe. Es ist halt so Science-Fiction-mäßig und ja, der Zeichenstil ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber ich finde, es geht. Da frage ich mich halt auch, wo bleibt der nächste Band? Der fünfte hat auch so, keine Ahnung, ziemlich viele Monate gebraucht, bis der endlich rausgekommen ist. Und es ist die ganze Zeit schon bei Band 4, war so ein Cliffhanger und dann bei Band 5 auch. Und ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Sind ja auch recht dünn immer. So, schnell was getrunken, meine Stimme ist etwas kratzig. dann Saint Young Man, Band 1 bis 5. Ja, das finde ich auch eine sehr interessante Reihe. Also so, dass Jesus und Buddha zusammenleben und ja, da sind dann immer so Sachen drin, die einem halt bekannt vorkommen aus der Bibel oder so, was man halt einfach schon auch gehört hat. Und ich finde das immer sehr cool und lustig und ja, ich lese die Reihe sehr gerne. Dann Vanilla Fiction, Band 1 bis 6. Einer meiner Favoriten von so diesen, ein klein bisschen neueren Mangas, sag ich mal. Die Reihe gefällt mir unglaublich gut. Ich finde so dieser Mystery-Faktor ist da voll gut untergebracht. Ich mag die Hauptcharaktere, ja. Und auch den Gegenspieler, es ist immer so, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite ich da sein soll. Und ja, ich finde es sehr spannend gemacht. Dann haben wir hier diese Special-Bände von Detektiv Conan. Also einmal Versus Kaito Kid, Special Black Edition, FBI Selection, Chinichi Edition, Special Romance Edition und Kick It Like Conan. Ja, da sind halt so Fälle zusammengefasst zu einem bestimmten Thema. Da hat unsere Eingangstür war etwas laut. Ich hoffe, man hat es nicht gehört. Das finde ich so ganz praktisch, wenn man jetzt nicht die gesamte Reihe sammeln will, aber auch so. Ich habe nämlich beschlossen, Conan irgendwann komplett zu haben, aber ich finde es trotzdem nochmal ganz gut, dass man das dann so auf einen Blick hat und die sind ja auch nicht teuer und ja. So, dann geht es hier auf der anderen Seite weiter mit Sankarea. Ist schon ein bisschen dunkel, ich hoffe, das ist okay. Band 1 bis 11 und damit auch abgeschlossen. Ja, auch eine sehr coole, mal etwas andere Zombie-Reihe, hat mir gut gefallen. Das Ende war so ein bisschen, ich fand, da war noch nicht alles geklärt, aber naja, war ganz gut so. Und ja, dann auch hier drüben, Detektiv Conan. Da habe ich ja erst letztens mal so einen großen Rutsch geholt. Und zwar habe ich jetzt Band 1 bis 11, 13 bis 15 und hier dann noch 16, 18, 20, 21, 29, 31, 32, 36, 37, 48, 57, 61, 74, 75, ja, sehr große Lücken zwischendrin und so, aber ich nehme die halt immer so bei Rebuy mit oder wo man die halt so günstig bekommt und damit ich da mal irgendwie vorwärts komme. Und hier habe ich dann auch noch diesen Einzelband, wo so Kurzgeschichten von Gosho Oyama drin sind, die ich auch ganz nett fand. So, dann kommen wir hier zu einer meiner absoluten Lieblingsreihen, und zwar Inuyasha. Da hinten dran stehen noch die restlichen, aber ich denke, ich muss das jetzt nicht extra alles rausräumen. Es ist halt Band 1 bis 56, damit abgeschlossen. Mein allererster Manga, so insgesamt, den ich auch komplett hatte, den ich schon vor allen anderen gesammelt habe und so. Ich habe das schon einige Male erwähnt. Ja, also meine absolute Top-Nostalgie-Serie, sage ich mal. Es gibt noch eine Serie, die ich lieber mag und so, aber so von Nostalgie her und generell einfach Inuyasha super toll und irgendwann werde ich mir noch den Anime holen und ja, da gibt es ja auch schon so eine neue Auflage, die ich auch sehr schick finde, aber ich habe ja die alten Bände alle und ja, dann ebenfalls von Rumiko Takahashi, Ranman Halb, Band 1 bis 38 mit diesem echt schönen Rückenbild hier, ich finde das sehr nice, ich habe mal die komplette Reihe auf
eBay gekauft. Leider ist der Zustand nicht so mega, aber naja, immerhin habe ich sie alle. Und ja, ist auch eine super Reihe. Ich finde ihre Comedy sowieso total lustig und die Zeichnungen dazu passen auch perfekt. Und ja, allgemein mag ich ihre Sachen sehr gerne, deswegen möchte ich auch gerne alle haben. Denn dann habe ich hier noch Mermaid Saga 1 bis 4 damit abgeschlossen. Ich werde mir aber Band 3 und 1 vielleicht nochmal kaufen, weil der Zustand echt nicht so gut ist. Band 3 ist sogar so voll aus dem Leim, da fallen die Seiten raus. Aber da kommt man halt nicht mehr so gut ran. Und ja, aber hat mir auch sehr gut gefallen. War ziemlich düster und so, aber ich mag das sehr gerne. Ich finde, das passt auch in Inuyasha auch so. Und ja, dann ihre neueste Reihe, Kyokai no Rinne. Hier gibt es übrigens so ein kleines süßes Anhängerchen. ja, denn die finde ich nicht ganz so gut wie die anderen Sachen. Ich weiß nicht. Ich komme da irgendwie noch nicht so ganz rein, die Story. Ja, es ist ganz nett, aber jetzt noch nicht so. Oh mein Gott, also da habe ich Band 1 bis 9, dann fehlt mir Band 10 und dann 11 bis 13. Im Moment sind ja, glaube ich, schon 20 draußen. Wird wohl auch wieder etwas längeres. Ja, ansonsten fehlen mir von ihr dann noch One Pound Gospel, wo ich aber eine eBay-Auktion habe. Und Rumiko Theater und Mason Ikoko noch. Genau. Ja, hier steht dann so eine japanische Karte rum. Zum Geburtstag habe ich mal bekommen. Finde ich voll süß. Ja, und dann noch drei Einzelbände, die halt so zusammengehören. Also eigentlich ist es eine Reihe. I Care For You, I'll Steal For You und I'll Bind You. Das Romance war ganz nett. Hier liegt auch noch das Kunai von Naruto rum. So. So, dann kommen wir jetzt zu Boys Love bei Egmont. Ja, erstmal hier so diese vordere Reihe habe ich ein paar Sachen von Ryo Takagi. Ihre Sachen mag ich auch sehr gerne und ja, ob ich jetzt alles haben will, weiß ich noch nicht. Aber so schon recht viele Sachen habe ich noch auf meiner Liste von ihr. Und ja, da hätten wir erstmal ein paar Einzelbände. Love Guardians, der hat mir überraschend gut gefallen. Dann diese Game-Sachen hier. Thieves Game, Prince Game, Kings Game und Butler's Game 1 bis 3. Dann meine Lieblingsreihe von ihr, Kirepapa 1 bis 4. Da gibt es auch eine OVA zu und ich finde es absolut lustig. Bei dieser OVA, ich habe mich schlapp gelacht. Ich finde den Vater so lustig. Ja, dann schon von einem anderen Mangaka, Katekyo 1 bis 4, damit auch abgeschlossen. War auch ein cooler Boyslauf. So, da kam gerade jemand nach Hause. Deswegen diese kleine Störung. Ja, wo war ich stehen geblieben? Katekyo, genau. Also ist abgeschlossen mit den 4 Bänden. Fand ich auch eine coole Boyslauf-Reihe. Und ja, dann ein paar Einzelbände. Egoistic Blue. Und ja, genau, die hier sind jetzt alle von Aya Sakyo. Und zwar Liebesskizzen, Lass es uns tun, Kuroneko, Spiel mit mir und Kuroneko, Verwöhn mich. Die gehören halt zusammen. Da kommen auch noch ganz viele andere Einzelbände und Reihen noch zu Kuroneko raus. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ist halt mit so diesen Öhrchen auch und ja, finde ich sehr süß. Ja, hier steht da noch ein Einzelband Boys Love. Da gibt es ja auch ein Live-Action-Film, das finde ich sehr cool. Den habe ich mir auch teilweise schon angeguckt, aber ich habe es halt nicht mit Untertitel gefunden. Aber den kann man auch kaufen, das werde ich irgendwann noch tun. So, in der hinteren Reihe sind dann auch noch ein paar Girls Love, um genau zu sein, zwei. Und zwar Love Like Girls und Ipomuea. Love Like Girls war ganz okay, man hat so Mädchen auf so einem Piratenschiff und so. Und Ipomuea fand ich super süß, da gibt es in Japan auch eine Fortsetzung und ich hoffe, die kommt irgendwann mal zu uns. Ja, dann zwei Einzelbände, die zusammengehören. Man Who Cannot Be Honest About Their Feelings und Man Who Cannot Get Married. Ja, die fand ich auch ganz nett. Dann Royal Fiancé oder so. ja, und Tiger Kiss sind von der gleichen. Ja, fand ich auch ganz cool. Dann von Papiko Yamada, Never Ever Love, Love Rookies und Love Fever. Die waren alle sehr cool, ich glaube. Never Ever Love fand ich am besten. Dann noch ein Einzelband My Honey Express. Den fand ich auch ganz nice. Und dann ein paar Sachen von Makoto Tateno. Cocktail Control, Blue Sheep Dream 1 bis 6 und Shut Up and Sleep With Me. Ja, Blue Sheep Dream müsste ich mal weiterkaufen. Der ist ja auch, glaube ich, mit 9 Bänden oder so abgeschlossen bald. Und ja, dann Oasis Project, The Loudest Whisper. 1 und 2, damit auch abgeschlossen. Ja, ist ganz nett, aber jetzt Besonderes. Dann ein paar Sachen von Kaori Monchi. Ich liebe ihre Werke. Und zwar Wagamama Kitchen, Gib mir mehr. Das gehört dann auch zusammen
zu der Reihe High School Love 1 bis 7. Da dauert es auch immer ein bisschen, bis der nächste Band kommt. Ich hoffe, der nächste kommt bald. Ich finde die Reihe einfach nur toll. Eine meiner Lieblings-Boys Love-Reihen. Dann Amairo Paradox 1 und 2. Da dachte man ja, es ist abgeschlossen, aber jetzt kommt bald noch ein dritter. Der sollte eigentlich sogar schon, glaube ich, diesen Monat kommen und wurde dann noch einmal verschoben. Aber der kommt auf jeden Fall bald. Ja. Dann Hide and Seek von 1 bis 3, damit auch abgeschlossen von Yaya Sakuragi. Bei ihr habe ich bei Kaze noch mehr. Genau, ich mag ihre Sachen auch sehr gerne, vor allen Dingen ihren Zeichenstil. Und ja, die Reihe hat mir auch sehr gut gefallen. Dann von Yuki Shimizu ZE Band 1 bis 11, auch damit abgeschlossen. Von ihr habe ich auch noch was bei Carlsen. Und ja, ihr Zeichenstil ist auch sehr toll. Ich habe auch das Artbook dazu. Und ja, die Boys Love-Reihe war auch sehr toll. Also da ist auch so ein bisschen Fantasy mit drin und es hat mir gut gefallen. Dann Sakuragawa 1 bis 3, damit auch abgeschlossen. Und ja, das ist so ein toller Boys Love. Also den kann ich echt nur empfehlen. Ist auch ein bisschen ernster. Und ja, spielt auch in so ein bisschen älterer Zeit und ja, der war einfach nur, oh mein Gott. Ach ja, und dazu habe ich auch vor, eine Review schon zu machen, also das steht schon auf meiner Liste, wann auch immer ich das bekommen sollte, aber ja. So, dann geht's hier auch schon über in Carlsen und ja, da habe ich dann den Einzelband Only the Ringfinger Knows, der ja, war ganz nice, ist von Hotaro Odagiri gezeichnet. Wie auch Fesseln des Verrats, aber erst noch Prinzessin Kaguya. Hier ist es jetzt Planet, aber ich wusste nicht, wo ich den sonst hinstellen soll, da ich nicht so viel von Planet habe. Und ja, der ist genauso groß wie Carlsen, daher steht er hier. Ja, Band 1 bis 12 ist mit 13 Bänden leider Gottes abgebrochen, also mehr sind in Deutschland nicht erschienen. Aber ich finde die Reihe trotzdem super toll und habe auch vor, dazu noch eine Review zu machen, weil ja, ich die voll schön finde. Und ja, dann Fesseln des Verrats 1 bis 11. Der 12. sollte schon seit, was weiß ich, wie lange Zeit kommen, wurde ständig angekündigt, aber jetzt kommt irgendwie gar nichts mehr davon. Ich weiß nicht, wann da. Also falls irgendwer was weiß, ich würde das sehr gerne weiterlesen. Ich weiß auch nicht, was da gerade ist bei der Reihe, aber die ist wirklich sehr schön. Es gibt auch ein Anime dazu, den ich auch nur empfehlen kann. Und ja. So, dann hier noch eine Boys Love-Reihe. Hidden Flower von Shoko Hidaka. Auch ein sehr toller Boys Love. Da kommt bald Band 5, der Abschlussband, raus, der dann aber irgendwie voll teuer ist. Ich weiß nicht, anscheinend ist der sehr dick oder so. Naja. Dann habe ich hier die Box von Assassination Classroom. Habe aber leider erst Band 1, 2 und dann halt Band 8, den ich mit der Box gekauft habe. Da muss ich mal weiterkaufen. Aber ja, ich weiß noch nicht wann. Aber ich wollte halt schon mal die Box haben, weil ich den eh kaufen wollte. Und hatte ja schon mal 1 und 2 und dann habe ich es einfach mal mitgenommen. So, dann hinteren Reihe sind dann auch noch ein paar Boys Love. Und zwar von Kyugu. You and Me ETC und Undeniable. Undeniable fand ich echt unglaublich schön. Ich mag allgemein ihre Storys total gerne. Ja, auch noch von ihr Acid Town 1 bis 4. Da kommt ja auch schon seit langer Zeit irgendwie kein Band mehr raus. Dabei ist die Reihe so toll. Es ist eigentlich Boys Love, aber im Moment ist es eher auch noch so ein bisschen Mystery. Und ja, dann Hot Dog. Das ist von der Zeichnerin von Wild Rock. Der kommt dann auch noch später. Ja, dann wir jetzt hier. Ein Block mit der Einzelband. So, das war es dann erstmal mit Boys Love. Dann Comedy. Kiss My Ass, Band 1. Den fand ich wirklich unglaublich lustig. Da kommt dann auch bald der zweite, ist dann auch der Abschlussband. High School Love, nicht High School Love, High School of the Dead. ja, da habe ich halt den Anime gesehen. Beim Manga bin ich noch nicht sonderlich weit. Das ist Band 1. Aber der Anime war schon echt gut. Auch wenn es leider wieder so einer mit offenem Ende war. Aber naja, ja, aber bei High School of the Dead kann ich mir eh Zeit lassen, weil irgendwie kommt da ja nichts mehr. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwann weitergeht oder was da jetzt ist. Ja, dann Gangster 1 bis 3, eine sehr coole Actionreihe. Ja, der lief auch der Anime in der, ich weiß nicht mehr in welcher Season, aber er lief letztens. Ich habe ihn aber auch noch nicht ganz geguckt, weil ich halt das erste Manga lesen wollte, aber der kommt ja jetzt auch bald in Deutschland raus. Der Anime, den werde ich mir auch holen und ja, dann Skull Party 1 bis 4 von Melanie Schober, damit auch abgeschlossen mit den 4 Bänden. War auch eine ganz coole Reihe. Das Ende war so ein bisschen, okay, aber war trotzdem ganz nice. So, dann kommen hier die ganzen Sachen von Yang Kyung Il, oder wo ich halt mitgearbeitet habe, die ich habe. Und zwar erstmal Shin Ankyo Onchi, Band 1 bis 17, damit abgeschlossen. Meine Lieblingsreihe von ihm, ich finde die sehr cool. Es ist erst so ein bisschen episodisch aufgebaut, dass halt immer so ein paar
Fälle quasi passiert sind. Und dann ist da so eine Hintergrundstory, die dann immer mehr so an Fahrt gewinnt. Und ja, fand ich sehr cool. Also, ja, gut gefallen. Dann March Story 1 bis 5, damit abgeschlossen. Ja, war auch sehr nice. Das Ende war da auch etwas, naja, okay. Aber ansonsten, ja. Dann die gerade laufende Reihe Area D, Band 1 bis 9, damit auch auf dem aktuellen Stand. Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie es weitergeht. So, dann geht's hier weiter mit Defense Devil, Band 1 bis 10, auch abgeschlossen. Und Yamada Kun and the Seven Witches, Band 1 bis 12, auf dem aktuellen Stand. Der Anime ist auch sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen gibt er den Manga wirklich sehr gut wieder, würde ich sagen, weil der Anime geht, glaube ich, bis Band 11 rum und hat 12 Folgen. Also da ist fast ein Band, eine Folge. Und ja, der Manga ist natürlich genauso cool. Und ja, also ich mag die Story-Idee wirklich sehr gerne. Am Anfang dachte man ja, es ist nur so ein Body-Switch-Manga. So, ja, okay, kennt man ja. Aber dann wurde da noch viel mehr und die Comedy ist einfach super. Und ja. So, in der hinteren Reihe sieht man dann Boys Next Door von Kaori Yuki. Ein ziemlich cooler Einzelband eigentlich. Ist teilweise Boys Love irgendwie, aber nicht alle Kurzgeschichten. Naja, und dann Fairy Q, wo mein Band 1 leider schon ziemlich kaputt ist. Ja, Band 1 bis 3, damit auch abgeschlossen. War etwas merkwürdig, aber okay. Von Kaori Yuki will ich vielleicht noch ein paar Sachen haben, weil ihre Story ist eigentlich ganz interessant. Wenn auch ein bisschen merkwürdig finde, aber ja, Angel Sanctuary finde ich ganz interessant. Mal sehen, ob ich mir den irgendwann hole. Ja, dann der Einzelband Jibun Jishin, der war auch ganz nett. Und dann eine super tolle Reihe, Elise Academy, Band 1 bis 18, damit abgebrochen leider. Ich will das so sehr, dass es weitergeht. Das ist so eine der wenigen Reihen, wo, bei allen Reihen, die abgebrochen wurden, die muss weitergehen. Unbedingt. Ich verstehe auch gar nicht, warum, weil die Reihe so, so toll ist. Und ja, also jedes Mal, ich empfehle diese Reihe, sie ist einfach so mega toll. Teilweise ein klein bisschen vergriffen, aber man kommt schon noch ran, wenn man gut sucht. So Rebuy, eBay, Medimops. Auch auf Amazon kriegt man mal gebraucht welche. Und ja, also ich kann die echt nur allen empfehlen. Ansonsten auch den Anime. Ich habe den noch nicht angeguckt. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, inwiefern der so ist wie der Manga. Aber wenn er so ist wie der Manga, ist er bestimmt auch ganz toll. Ich habe, glaube ich, nur ein, zwei Folgen gesehen oder so, weil ich noch so viele Animes auf meiner Anschauliste habe. Aber ja, ein super, super toller Manga. Da ist nämlich so gut wie jedes Genre irgendwie vertreten, finde ich. Also da steht hinten drauf Comedy, aber ich finde, es ist eher auch mehr Mystery und sogar ein bisschen Romance ist dabei. Und ja, es ist einfach toll. So, dann kommen wir hier zu ein paar absoluten Schätzen, weil die schon recht vergriffen sind und außerdem so tolle Mangas. Und zwar hätten wir da als erstes Hikaru no Go 1 bis 23, damit abgeschlossen. Ich habe es komplett. Es hat einige Zeit gedauert, aber doch nicht so lange, wie ich dachte, weil ich hatte Glück auf eBay. Und ja, ist auch gezeichnet von Takeshi Obata. Ich hatte jetzt alles von ihm, was mich so glücklich macht. Und ja, es geht halt ums Go-Spielen. Wo man sich erstmal so denkt, okay. Aber ich finde, so alle Werke, bei denen Takeshi Obata mitgemacht hat, da werden immer so einfache Sachen auch total spannend dargestellt. Und ich finde, ja, ist einfach total toll. Also der Manga hat mir richtig gut gefallen. Dann habe ich da auch noch meine absolute Lieblingsreihe, zumindest was den Anime angeht. Den Manga habe ich noch nicht gelesen, da mir noch genau 3 Bände fehlen. Ja, Hunter x Hunter. Also ich kann nur empfehlen, guckt euch den Anime an, die 2011er Version aber, die hält sich näher am Manga und ja, sieht auch ein bisschen hübscher aus und Zeichen und ja, generell. Aber ich habe die andere Version aber ehrlich gesagt noch nicht geguckt, aber sie fängt halt schon ganz anders an, deswegen bin ich da so ein bisschen, aber ich werde sie noch gucken. Ja, also Band 1 bis 10 habe ich, dann fehlt mir halt die 11, dann 12 bis 17, da fehlt dann die 18, 19 bis 23, da fehlt dann die 24 und dann 25 bis 32, ich muss die leider schon da so hochlegen, aber ich will jetzt hier keine neue Reihe anfangen, also hier so, weil normalerweise liegt hier auch noch Zeug rum, weil ich sonst keinen anderen Platz dafür habe und ja, deswegen liegt das da halt erstmal da oben, bis ich das vielleicht irgendwie neu sortiere oder so und ja, also wie gesagt, ich kann den Anime nur empfehlen. So, hier drüben haben wir dann Attack on Titan, Band 1 bis 10 in diesen zwei Boxen, da kommt ja dann auch mit Band 15 die dritte. Und ja, da habe ich noch bis Band 13 auf dem aktuellen Stand. Da muss ich immer sofort den Manga lesen, weil Attack on Titan einfach so mega spannend ist. Ich meine, das kennt ja so gut wie jeder eigentlich so. Zumindest den Anime, der sehr cool ist.
es soll ja wohl bald die zweite Staffel kommen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich meine, ich weiß ja schon ein bisschen, wie es weitergeht, aber so generell die Sachen dann nochmal im Anime zu sehen. Und ja, weil jeder Band ist einfach nur so, ich lese und bin die ganze Zeit so, oh mein Gott, was passiert da? Es kommen immer so spannende Sachen raus. Und ja, dann auch noch die Spin-Offs, Attack on Titan Before the Fall, 1 bis 4. Keine Ahnung, wie viele Bände es abgeschlossen ist, würde mich mal interessieren, aber ja, finde ich auch eine sehr coole Reihe. Es geht halt darum, was halt vor diesem Einbruch in die Mauern und so passiert ist. Hauptsächlich halt auch, wie dieses Manöver hier dann auch irgendwann in Verwendung kam. Und ja, dann Attack on Titan No Regrets. Das ist quasi die Vergangenheitsstory von Levi, was ich sehr cool finde, weil ich ihn ja sehr gerne mag. Und ja, dazu gibt es auch eine OVA, die auch sehr schön ist. Vor allen Dingen dieser Soundtrack mit diesen deutschen Liedern, das finde ich sehr cool. Ja, dann Food Wars Band 1. Ja, ich habe den Anime geguckt, der war absolut klasse. Dieses Essen sieht so hammerlecker aus und generell einfach so Kochduelle, so voll episch. Das meine ich so, es sind einfach so einfache Sachen wie Kochen oder auch bei Hikaru no Go spielen oder sowas. Aber wenn man das gut rüberbringen kann, ist das halt einfach, ich finde so, das ist das, was Mangas dann so ausmachen, dass die gut sind. Es muss nicht mal so die mega Story sein, sondern wie man die Story rüberbringt und so. Und ja, da wird das sehr cool rübergebracht und ja. Da sind sogar Rezepte zum Nachkochen drin, das finde ich sehr cool. Da werde ich mich mal dran versuchen, denke ich. Einfach nur so aus Interesse. Ja, hier steht dann übrigens auch noch meine kleine Funko Pop von Grell. Yay. Darunter steht nämlich auch Black Butler, aber dazu später. So, hier geht's dann weiter mit Naruto. Da hätte ich erstmal diese Novel, dieses Buch, das Jiraiya geschrieben hat. Ah, so, ja, und dann noch diese Guidebook-Dinger, Schriften des Sha und des To. Die anderen werde ich mir auch noch irgendwann holen. Ja, und dann ein paar Naruto-Bände, die ich habe. Also da bin ich mit dem Sammeln nicht so direkt hinterher. Irgendwann mal, ne? Aber da haben andere Sachen halt einfach Priorität, weil ich es ja vom Anime her auch alles kenne. Ja, da habe ich Band 1, 54 bis 56, 59 bis 61 und 70 bis 72. Irgendwie habe ich immer so Dreier-Päckchen oder so. Ja, die letzten paar Bände habe ich mir halt auch gekauft, weil ich das Ende endlich mal erfahren wollte und das im Anime noch keine Ahnung, wie viel Filler-Folgen dauert, bis wir endlich dort sind. Deswegen, ja, habe ich mir gedacht, egal. Außerdem war im letzten Jahr ein Extra dabei und das wollte ich halt unbedingt haben. Und ja, ich liebe Naruto, auch wenn es zwischendrin, also so vom Anime her, die Filler. Aber da kann der Manga ja nichts für. Ja, sowieso, der End-Arc so, der war ganz okay. Also viele regen sich ja da irgendwie drüber auf. Ich finde, es ging, aber naja, sowieso ist Naruto ist auch eher so nostalgiemäßig und ja. Dann passend dazu Rock Lee, so ein quasi so ein Spin-off, halt so Chibi-mäßig, wo halt Rock Lee der Hauptcharakter ist. Und das fand ich auch sehr cool, weil es ist wirklich ultra witzig. Und ja, ist mit 7 Bänden abgeschlossen. Da gibt es, glaube ich, auch ein, ja doch, da gibt es so ein Anime zu, Naruto SD, aber der geht irgendwie noch viel länger und so. Und ja, ich glaube, es gibt auch noch ein Manga, wo dann Sasuke der Hauptcharakter ist. Vielleicht kommt der auch noch hier, weiß nicht, aber naja. Dann Seven Deadly Sins, ja, Band 1 bis 7 auf dem aktuellen Stand. Ja, auch ein sehr cooler, neuerer Shonen-Titel. Also ich schätze mal, dass der auch relativ lang wird, aber der hat auch echt Potenzial. Also gefällt mir sehr gut, den Anime werde ich mir auch noch angucken, aber ich will das halt immer erst im Manga lesen und dann erst im Anime gucken. Und ja, ich finde auch sehr cool, dass es hier wieder so ein kleines Rückenbild gibt. Ich vermisse ja die Rückenbilder ein bisschen. Also so ältere Reihen haben öfter mal Rückenbilder und das finde ich immer ganz cool. Und ja, dann Fairy Tail. Ja, da habe ich mich mal so ein bisschen hintergeklemmt. Jetzt nicht so direkt, aber ich will da halt schon ein bisschen schneller weiterkommen. Das ist auch ein Manga, den ich halt wirklich auch aktiv sammeln will, sag ich mal. Nicht so wie bei Naruto oder auch One Piece und so. Da bin ich jetzt nicht so mega hinterher, weil ich es halt auch vom Anime kenne. Aber Fairy Tail kenne ich halt den vom Anime her nicht und will da den Manga erstmal sammeln. Und ja, da habe ich dann Band 1 bis 10 und dann hatte ich halt noch billig bekommen 31 und 33 bis 36 und ja. So, in der hinteren Reihe haben wir dann Soul Eater, da ist als erstes mal hier vorne dieses Guidebook auch noch mit ziemlich vielen Farbseiten. Fand ich ganz interessant, aber Guidebook sowieso bin ich immer so ein bisschen, ich weiß eigentlich alles, was da drin steht, deswegen, naja. Ja, dann Soul Eater 1 bis 25, damit abgeschlossen.
Das Ende fand ich ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Also ich fand, es war halt kein richtiges Ende. Da war noch so viel ungeklärt und es war so einfach so, ja, okay, Ende. Ich weiß nicht. Den Anime werde ich mir auch noch ansehen, aber da soll ja das Ende auch nicht so gut sein. Das ist, glaube ich, auch ein alternatives Ende, was halt nichts mit Manga zu tun hat. Aber naja, allgemein ist Soul Eater schon eine ganz coole Reihe. Und ja, dann auch Soul Eater Not 1 bis 5. Ja, den fand ich auch ziemlich gut. Also dafür, dass es quasi so ein Spin-off ist, hat es doch auch eine richtige Story, sag ich mal, nicht nur Comedy. Wobei, glaube ich, Band 3 und so zwischendrin nur Comedy war, aber an sich hat es schon noch eine Story. Also fand ich trotzdem ganz gut. Ja, dann ganz lonely hier Pandora Hearts Band 1. Ja, den habe ich halt ertauscht, weil ich an der Reihe auch schon länger Interesse habe und ich werde die auch noch sammeln. Aber bisher kam es halt irgendwie noch nicht weiter als Band 1, weil ich wollte halt erstmal so reingucken und fand es schon ganz interessant. Mal sehen, wann ich da dann weiterhole. Ja, dann Blast of Tempest, Band 1 bis 10, damit abgeschlossen. Band 10 war eher noch so ein Zusatzband, aber ich fand ihn doch auch ganz gut und allgemein fand ich die Reihe echt ziemlich gut. Also so vor allen Dingen so ab Band 3 wurde es richtig spannend, weil halt da so ein Fall vorgekommen ist. Es war auch so ein bisschen so detektivmäßig, dass man dann halt den Täter wissen wollte, wer das denn nun ist. Und ich fand es super cool, wie es dann gelüftet wurde, was da dahinter steckt. Und ich so, oh mein Gott. Und da sind immer so Shakespeare-Zitate irgendwie drin. Das fand ich immer ganz lustig irgendwie. So hat es ein bisschen episch gemacht. Ja, da gibt es auch ein Anime dazu, den ich mir auch noch angucken will. Und ja. Ach, sorry für den Cut. Meine Eltern sind da drüben voll laut. Kann man leiser reden. Ja, immer wenn man Videos aufnehmen will. Ich war eigentlich heute den ganzen Tag alleine, aber ich wusste nicht, wann sie nach Hause kommen und dann habe ich zu spät angefangen zu drehen. Naja. Ja, dann da noch zwei Boys Love Einzelbände da so in der Ecke. As You Wish, den fand ich ganz gut, ja. Und Ermittlungen in Sachen Liebe, den fand ich ziemlich cool, weil da auch so ein bisschen Cosplay dabei war. Und, ja. Ja, dann kann ich gleich hier rübergehen. Ja, da dann ganz dunkel. Black Butler, 1 bis 20, genau, auf dem aktuellen Stand. Sowieso eine super Reihe. Black Butler ist einfach toll. Es ist mega spannend, vor allen Dingen wie so die letzteren Bände. Und ja, den Anime kann ich auch empfehlen, auch wenn der eine andere Story hat. Aber ich finde das trotzdem ziemlich cool. Und ja, da kommen ja jetzt auch bald noch ein paar OVAs raus. Also Book of Murder kommt raus. Außerdem kam ja auch noch die, in Anführungszeichen, dritte Staffel, Book of Circus. Was halt einfach nur den Zirkus-Arc betrifft. Aber das halt dann auch nach dem Manga geht, ist der auch ziemlich gut geworden. Also den werde ich mir auch noch auf jeden Fall holen. Und irgendwas soll noch rauskommen. Und es wird irgendwie ein, ich glaube es war ein Film, zu dem Zombie-Arc geben. Wie auch immer man den nennen will. Da, wo diese Zombies sind. Ja, was ich sehr, sehr cool finde. Da freue ich mich drauf. So, ja, dann noch von, auch noch von Jana Toboso ein Einzelband, und zwar Rust Blaster. Ein wirklich sehr, sehr cooler Einzelband. Wäre cool gewesen, wenn es eine Reihe wäre, aber naja, okay. So, die hintere Reihe habe ich mal ein bisschen vorgezogen, weil es da so dunkel war. Und ja, da hätten wir Cheeky Vampire Band 1 bis 14, damit abgeschlossen, und noch den Zusatzband Cheeky Vampire Airmail. Ja, war eine ganz nette Reihe soweit. Da steht zwar Comedy drauf, aber ich finde, am Ende wurde es schon noch ziemlich ernst und ja, mal auch so eine andere Vampirgeschichte, auch viele Romance. Ja, von Yuna Kakizaki will ich mir noch Ion holen, genau, weil da gibt es auch so ein Verbindungsband von Cheeky Vampire und Ion. Und ja, generell finde ich ihre Sachen so ganz interessant. Ja, dann Seijo High School Boys 1 bis 8, damit abgeschlossen. Ja, das ist so Romance, aber eher mehr mit Fokus auf Comedy, mit so Jungs in einem Jungsinternat und ja, war ganz lustig. Dann habe ich da noch so ein paar Bände von Manga Love Story. Ich sammle die Reihe nicht, aber habe halt so ein paar Bände bekommen und dachte mir so, kann ich ja behalten, ganz nett. Ja, Band 1, 6 und 7, die konnte ich halt auch so einfach lesen, ohne da wirklich die Story verstehen zu müssen, weil so viel Story ist da ja auch wieder nicht und ja. So, da sind wir jetzt auch schon bei der letzten Reihe für diesen Part angekommen. Ja, ich wollte es eigentlich auch ein bisschen vorziehen, aber ich denke, es geht vom Licht her. Ist halt nur so dunkel, auch weil der Manga auch so dunkel ist. Ja, da habe ich dann hier ganz unten Zetsuai Band 1 bis 5 damit abgeschlossen und die Folgereihe Bronze Zetsuai 1 bis 13. Da fehlt mir halt der 14., den ich vielleicht in 100 Jahren irgendwann mal bekommen werde. Aber ist halt ziemlich vergriffen und ja, ist ein wirklich sehr, 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 sehr alter Boys Love.
der Zeichenstil ist auch wirklich sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, aber ich finde so von der Story her schon ganz gut. Es ist halt so ein bisschen was anderes auch, aber ja, ich hoffe, ich bekomme irgendwann den letzten Band und dann gibt es ja noch irgendwie so einen, der heißt Last Chapter. Ich weiß nicht, ist noch so eine Erweiterung oder weiß der Geier. Ja, hier noch so ein paar Voice Love. Ja, Wild Rock, meinte ich ja vorhin schon, von der Zeichnerin auch, die Hot Dog gemacht hat. Fand ich ganz cool, so Boys Love im Steinzeitalter. Ja, dann Gaku in Heaven 1 bis 4. Ja, es war auch ganz nett. Da gibt es auch ein Anime zu, aber der ist jetzt eher so schon Ei, also nicht so mega Boys Love. Ich glaube, da passiert nicht mal ein Kuss oder so. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann den nicht mehr weitergeguckt, weil der irgendwie so ein bisschen langweilig war. Ja. Dann Takumi Kun 1 bis 8, damit abgeschlossen. Ist echt eine super süße Boys Love-Reihe. Echt wahnsinnig niedlich. Da gibt es auch eine Live-Verfilmung so, also mit richtigen Schauspielern, eine Serie. Habe ich auch schon teilweise geguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es komplett geguckt habe, aber war auch sehr niedlich. Ja, und dann auch noch von Kazumi Oya. Oh ja, Love Hour, meine nette Einzelband. Ja, von ihr will ich mir auch noch mehr holen. Dann von Yaya Sakuragi, von der ja auch Hide and Seek ist, genau. Tea Time Lovin' 1 bis 4, damit abgeschlossen. Es war echt eine sehr coole Reihe, hat mir sehr gut gefallen. Ja, dann noch ein paar Einzelbände von ihr. Mizu no Kyoku, Was zum Naschen und Lieber Lehrer. Lieber Lehrer fand ich am besten. Ja, dann Regeln der Liebe, Einzelband. Der beste Liebhaber, 1 bis 4, damit abgeschlossen. Fand ich auch ganz nett. Dann Juicy Cider, ein Einzelband, der hat mir ziemlich gut gefallen. Und das Spiel von Katz und Maus, Band 1 bis 2, und den fand ich auch ziemlich gut, muss ich sagen. Band 2 ist auch, ist richtig fett. Der Zeichenstil hat mir zwar nicht so mega gefallen, aber naja. Ja, und dann noch von Shoko Hidaka, Restart, ein Einzelband. So, und jetzt die allerletzten Mangas für diesen Part. Ja, da hätten wir dann noch ein bisschen Girls Love, und zwar Wir Beide von Milk Morinaga. Meine absolute Lieblings-Girls Love-Reihe. Zusammen mit, ja, Citrus finde ich schon auch noch ganz gut, aber der hier gefällt mir besser. Ja, also von 1-5. Und dann noch Cherry Lips, ebenfalls von der gleichen. Sind zwar eher mehr Kurzgeschichten, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Dann habe ich hier, ich mache das ein bisschen runter, Dragon Ball, ein paar Mangas, ja, da sammle ich auch so Stück für Stück, die sind auch nicht in so gutem Zustand. Ja, Band 1, 2, 13, 14, 16, 19, 28, 36 und 39. Und dann noch ein paar One Piece Mangas, 1, 2, 15, 18 bis 20 und 32, den habe ich immer hier so oben drauf liegen, der auch nicht mehr reinpasst. Ja, da, wie gesagt, sammle ich auch so Stückchen für Stückchen, kenne ich ja vom Anime und ja. So, damit haben wir es dann auch geschafft für den ersten Part. Ich zeige nochmal so ein bisschen im Überblick so. Ja, der zweite Part kommt dann auch irgendwann bald, aber wann genau, weiß ich jetzt nicht. Ich versuche es recht schnell aufzunehmen, aber ich habe mir da angewöhnt, nichts mehr zu versprechen. Sonst sage ich wieder, der kommt dann und dann und dann kommt er doch nicht. Deswegen, ja, einfach mal sehen, aber ja. Weil ich muss demnächst auch mal wieder anfangen, für meine mündlichen Prüfungen zu lernen und so. Deswegen weiß ich noch nicht genau, aber ich habe noch ein bisschen Zeit. Und ja, das war's dann von diesem Video hier. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal und ciao!